Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapist. Also langsam bahnen wir uns den Weg nach draußen. Wir haben schon mal ein Loch vorbereitet, in dem wir bald einsteigen werden. Oh, ist das schön. Oh. Also bisher noch keine Niederlage zu erfassen, ne? Vergesst nie, dass ihr Abschaum der Gesellschaft seid. Und bald bin ich in der Gesellschaft und dann zeige ich dem, was für Abschaum ich bin. Oh, jemand wurde zusammengeschlagen, und zwar der Yannick. Er hat Holz dabei. Ja, immerhin. Ich glaube, das Holz werden wir brauchen. Und die Pfeile auch. Aber erstmal gucken. Folgende Trottel werden untersucht. Alpha und Walter. Dann nehmen wir kurz mal die zwei Sachen an uns. Sorry, Yannick, aber es musste sein. Dann würde ich sagen, basteln wir uns auf jeden Fall nochmal ganz kurz eine Spitzhacke. Die werden wir jetzt verbessern ohne Ende, damit wir uns nicht jedes Mal eine neue Spitzhacke basteln müssen. Ups. Nur für den Fall der Fälle, dass wir nochmal eine brauchen. Es ist ja möglich, dass wir eine brauchen, ne? Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall Ausschau halten nach Holz und Klebeband. Sorry, Yannick. Tut mir echt leid. Wir könnten zwar jetzt weiter basteln an unserem Loch, aber ich will mal nicht zu gierig sein, ne? Wollen wir mal nicht zu gierig sein, Freunde? Ja, das Loch ist eine Sache und das andere Sache ist, diese Dokumente in die Hand zu bekommen. Vielleicht werden wir uns nicht nur nach draußen buddeln, sondern innerhalb des Gefängnisses noch durch die Gegend buddeln und versuchen, irgendwas zusammenzufinden. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Dum, 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 dum. Eventuell in diesen Raum, den ich letztens angeschnitten habe. Arbeiten ist ja gar kein Problem, das kriegen wir easy hin. Kennen ja jetzt den übelsten Trick. Und können gleichzeitig beobachten, ob und nur unsere Insassenkollegen hier durch die Gegend laufen in diesem Raum oder auch die Wärter. Das wäre eine Sache, die mich interessieren würde. Weil wenn wirklich nur unsere Insassenkollegen da rumlaufen, dann sind wir da komplett außer Gefahr. Weil dann geht da wirklich kein Wärter hin. Ich habe noch keinen Wärter in diesen Raum gehen sehen, in diesen Intelligenzraum. Noch keinen. Und das ist der springende Punkt. Jumping Point. Nur diese Dokumente, ne? Diese Dokumente. Gut, wir wissen schon mal, dass dieser Raum, quasi, in dem wir gerade rumbuddeln, recht ungefährlich ist. Weil da niemand nachguckt. Ich meine, die Mauer kann man sehen, die falsche Mauer kann man sehen. Wir könnten auch verschiedene falsche Mauern aufstellen. Nur für den Fall der Fälle zum Beispiel. Wir könnten uns das komplette Gefängnis zu eigen machen, ne? Rumlaufen, wie wir wollen, nachts über. Dürfen nur nicht erwischt werden. Nur das mit dem Verkleiden habe ich noch nicht so draußen, weil jedes Mal werde ich erwischt, wenn ich mich verkleide. Das ist das einzige Problem. Wie sieht es mit unserer Intelligenz aus? Wir sind wieder unter 80 gegangen, deswegen werden wir hier einmal ganz kurz reingehen und lesen. So, wir holen uns mal unsere Kelle. Ja, sie ist wieder auf 100%. Sehr schön. So. Da ist das Loch. Wir buddeln uns mal in die Richtung. Naja, Erde ist illegal. Wir müssen die Erde auf jeden Fall loswerden. Wir brauchen wahrscheinlich ganz viele Beutel. Okay, wir können die Erde auf jeden Fall nochmal durchschmuggeln. Das ist gar kein Problem. Und dann versenken wir sie hier mal ein bisschen. Es funktioniert. Begeistert. Vergesst nie, dass ihr Abschaum der Gesellschaft seid. Ja. Dieses Gespräch hatten wir schon mal. Ich erinnere mich. Oh, ich muss mich schon mal hier positionieren für den Fall der Fälle. Oh, zu viele Gefallen aktiv. Irgendwo fehlt da noch einer, ne? Irgendwer ist ohnmächtig. Johnny und Daniel Seiler. Alles gut. Alles gar kein Problem, ne? Hat jemand von euch diese Dokumente, die ich brauche?
Oder muss ich die Dokumente erst herstellen? Kann ich die herstellen? Na, wir haben einen Beutel, haben wir noch zur Verfügung. Gar kein Problem. Nachmittagsfreizeit. Yeah. Allerdings haben wir nichts mehr zum Graben. Wir könnten uns theoretisch ein paar Löffel holen. Und damit gleich losziehen. Wir müssen uns nur kurz ausruhen. Das reicht schon. So. Bullen wir mit den Löffeln weiter. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Ich sehe da irgendwelche Stimmen. Cool, wir können sie beobachten, wenn sie da draußen sind, ne? Nur für den Fall der Fälle. Ah, ist das schön. Ups. Ah, nee, ist richtig. Also alles gut. So, ich dachte immer anfangs, dass die Mauertrappe kaputt gehen kann, weil sie Prozente hat. Aber sie kann nicht kaputt gehen. Wir müssen uns dann im Endeffekt nur überlegen, wie wir nachts aus unserer Zelle kommen, um hierher zu kommen. Weil tagsüber ausbrechen ist nicht wirklich. Und wir brauchen das Ding da, ne? Verzieht euch, Werther, bitte. Von Walter brauchen wir nichts, wir brauchen nur was von Daniel Seiler. Oder da ist diese eine Wache, die mich sieht. Okay. Perfekt. Walter hat nichts für mich, ne? Nein. Gut, gehen wir zum Abendessen. Ich find's cool, dass wir tatsächlich das Gefängnis unter Kontrolle haben. Wir können uns nachts einen kleinen Ausweg bahnen. Wir müssen halt nachts arbeiten, wenn wir uns langsam einen Weg nach draußen bahnen, also zu unserem Fluchtpunkt. Das ist natürlich in der Sache gefährlich, weil da überall Wärter herumlaufen und wir müssen uns dann schnell verpissen. Das heißt, wir müssen uns da noch ein paar Schwachstellen finden, weil ich glaube, tagsüber kommen wir nicht einfach so raus. Ich glaube, tagsüber kommen wir nicht raus. Das wäre, glaube ich, zu gefährlich. Naja, gehen wir zuerst Stärke trainieren, ne? Tut mir leid, Daniel Seiler. Du bist es. Nee, Alpha ist es diesmal. Tut mir leid, Alpha. Diesmal bist du es geworden. Aber ich brauche den Platz, um stärker zu werden. Wäre natürlich cool, wenn wir die Sachen irgendwo verstauen könnten, dass man irgendwie eine Kiste baut. Eine Kiste zu bauen wäre cool, ne? Könnte man sich da direkt bei seiner Basis da so eine Kiste hinbasteln und alles ist gut. Ach, Alpha wird zusammengeschlagen. Sauber. Bitte, Alpha, stirb. Stirb, Alpha. Stirb, Alpha! Ich hoffe, Alpha ist am Boden. Ah, als Feinest. Hatten wir nicht irgendwas von als Feinest auch? Nee, nur von Alpha. Kartenpaket. Und Walter. Naja, wir können auf jeden Fall neue Quests annehmen. Vielleicht brauchen wir doch noch was anderes zum Graben, ne? Könnten wir am Tag öfters graben. Jetzt haben wir schon den ganzen Löffel verbraucht und den Spachtel verbraucht. Zum Graben. Oh. Wir könnten ein Loch bis zu mir graben. Bis zu der Hütte von mir. Dann müsste ich eigentlich nur noch den Boden einreißen und das war's, ne? Schöne Idee, Zero. Schöne Idee. Nur dann müsste ich irgendwie rausfinden, wann ich da bin. Das müsste man irgendwie mathematisch erstmal abzählen. Pixel zählen, weißt du? So, Abendfreizeit. Ich habe leider nichts mehr zum Buddeln. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Hm. Ups, ich will da gar nicht hoch. Ah, wir haben hier noch 3 Löffel. Die können wir gerne gebrauchen. Dann ist aber finito. Für heute. Ich muss sagen, ich fühle mich extrem sicher. Mir kommt so vor, als könnte mich hier unten niemand entdecken. Ich kann da sogar Sachen lagern und alles. Ich kann auch den Dreck direkt hier unten lagern, das ist auch kein Problem. Die Frage ist nur, wie viele Pixel haben wir jetzt? 2 erst.
Ja, das Werkzeug. Du musst den Tunnel mit Streben stützen. Oh. Musst ihn. Streben. Okay. Wir brauchen Streben. Das sind Stützen übrigens. Ach, ich habe die Erde vergessen, ne? Ah, shit. Na gut, spielen wir die Erde runter. Hätte schlimmer sein können. Den illegalen Beutel möchte ich umhalten. Streben, wie stellen wir denn Streben her? Oder können wir da einfach Holz platzieren? Alter, wie viele Karten will denn Walter noch haben? Alter, Walter! Du hast 2 Kartenpakete schon. Nee, das war Alpha. Ah, jetzt hat... Walter hat jetzt auch Klopapier und Kartenpaket. Also Walter, wirklich. Gib mal deine Sachen zurück. Das geht ja mal gar nicht. Muss herausfinden, wie man Streben herstellt. Rexas, würdest du dich bitte verpissen? Dankeschön. Stellt er sich einfach in mich hinein. Was ist denn los mit dem? Holz. Wie könnte man Streben herstellen? Vielleicht ein Seil? Doch irgendwas zum Stützen, ne? Was Stützbares. Streben. Klopapier brauchen wir sowieso. Oder ne, brauchen wir gar nicht mehr, ne? Wir brauchen ja keine neue Trappe. Ich hab nichts gemacht. Nein. Oh, verdammt. Bitte nicht, bitte nicht. Hat keiner gesehen, gut. Keiner gesehen. Oh, Holz, dankeschön. Abenteufel. Hey, Jason. Nee, warte, ich gib's mal jemand anderem. Ach, die Leute mögen mich gar nicht mehr. So, ins Feines. Du bist mein Nachbar, deswegen, nimm mal. Ja, Geld will ich dir nicht geben. Oh, schön. Soll ich das sehen? Bitte, Walter. Bitte, Walter. Nein, war natürlich nicht Walter, ne? Dann nicht, dann nicht. Herstellung. Was stelle ich da gerade her? Sind das Streben? Holztreppe. Nee, Holzstrebe. Das ist... Ah, ich hab's geschafft. Ich hab eine Strebe. Ha, wer hätte gedacht. Okay, Streben sind einfach... Moment, kannten wir das nicht schon vorher? Ich glaube, das kannten wir schon. Ja klar, Holzstrebe. Ich habe die ganze Zeit Holztreppe gelesen. Ich bin so unfähig. Na gut. Wissen wir schon mal Bescheid. Wer wird untersucht? Wer wird untersucht? Wir brauchen echt viele Beutel. Viele, viele Beutel. Also wir brauchen viel Folie und viel Klebeband. Walter und Johnny. Gut, das Seil brauchen wir eigentlich nicht. Können wir jemanden schenken? Hier, komm, Lukas. Ich hast ein Seil. Viel Spaß damit. Ach, jetzt mag mich jetzt Feines nicht mehr. Ja gut, wenn ich seine Sachen durchwühle, während er schläft, ne? Wenn nicht klar, dass man mich nicht mag. Kokosnuss. Was auch immer wir damit machen. Verbrauchsgegenstand. Essen wahrscheinlich, ne? Naja, gut. Okay. Wir haben schon mal die Holzstrebe. Alufolie haben wir. Wir brauchen quasi nur noch Klebeband. Aber das hier ist doch Holz. Können doch keine Mauer dahin packen, oder? Gute Frage, nächste Frage. Haben wir Holz auf mal hangen? Das zählt bestimmt nicht als Mauer. Da bräuchten wir eine Holzmauer, ne? Ihr haltet euch wahrscheinlich für alle sehr clever. Alle für sehr clever. Oder für alle clever. Ich werde euch diesen Blick schon... Oh, Walter, bitte Walter, bitte Walter. Dark Light, was ist mit dir nicht in Ordnung, Dark Light? Mann. Ach, gibt's doch nicht. Und die Gewinner sind Johnny und Walter. Schon wieder? Also Walter, auf den haben sie es echt abgesehen, ne? Könnt ihr ihm den Hammer klauen. Oh, das kann er gerne behalten. Na gut, tschüss Beutel. War mir eine Freude. Frühstückszeit. Ich will aber erstmal. Strebe aufbauen. Tatsächlich, wir können da durchgehen. Frage ist nur, wie viel wir brauchen.
Gehen wir erstmal zum Frühstück. Ich bin doch schon unterwegs. Ich bin doch schon unterwegs, Mann. Ja, ist ja, ich bin, oh, Alter, 60%. Ist das euer Ernst oder was? Officer Nugget. Oh, gut. Mach ich. Officer Nugget schlage ich gerne zusammen. Gut, setzen wir uns erstmal hin. Essen müssen wir nicht. Können die Keile noch besorgen, wenn wir kurz frei haben. Aber jetzt arbeiten wir erstmal, ne? Wir sind schon lange nicht mehr zu Geld gekommen. Ist echt schade. Mir muss dieser verdammte Tipp geben, den Tipp muss mir geben, wie ich, Werther Baracke außerhalb des Lagers enthält einen Gegenstand, den du brauchen wirst. Ah! Außerhalb des Lagers befindet sich... Ach, du ahnst das nicht. Oh mein Gott. Auch wenn du es nach draußen geschafft hast, bist du nicht wirklich draußen. Es gibt da einen Wachposten, in dem du vorbei musst. Und außerhalb hier gibt es auch noch die Wärterbaracken. Und da finde ich diesen Gegenstand. Diesen nicht unterschriebenen Zettel. Ich hatte gerade einen Geistesblitz, deswegen habe ich unter Tipps geguckt. Ich habe gedacht, warte, Tipps? Guck mal schnell nach. Ja, wir müssen also ausfindig machen, wo diese Wärterbaracken sind. Stimmt, die habe ich noch gar nicht gesehen hier, ne? Wo die sich aufhalten? Also so ein Fernglas wäre schon nicht schlecht gewesen. Das Ding ist, wenn wir draußen rumlaufen, brauchen wir da eventuell nicht Wärterklamotten? Um nicht ganz so aufzufallen? Oder sollten wir das nachts tun? Ich glaube, nachts sollten wir das tun, ne? Dann müssen wir uns erstmal einen Weg durchbahnen. Geht nicht anders. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich weiß nicht, von da hinten, von da ganz hinten bis zu meiner Zelle, das dauert ewig. Können wir uns nicht durchbuddeln. Wir müssen uns irgendwie anders durchschlagen. Ich würde schon glatt behaupten, dass wir hier durchgehen, dass wir das hier kaputt machen. Aber wir sehen, die Wachen passen auf. Die Wachen kommen eindeutig da hinten hin. Allerdings, hier hinter diesem Zaun laufen keine Wachen rum. Die laufen nur hier hin. Aber wie wir sehen, die laufen sehr oft dahin. Und sehr oft laufen die da unten entlang. Also ist gar nicht mal so leicht. Also eventuell müssen wir uns was anderes überlegen. Ah, ich bin schon fertig mit der Arbeit, ne? Eventuell müssen wir was anderes überlegen. Ich glaube, wir haben sowieso gleich ein bisschen Freizeit. Dann krallen wir uns mal die Kelle. Lassen wir den Sand nämlich unten liegen. Oh, Mittagsappell. Ach, shit, ne? Komm, lassen wir die Kelle hier liegen. Oh, da liegt jemand. Und noch jemand. Oh, it's finest. Oh, Nunchucks. Holy shit. Aber leider nicht, Walter. Schade. Wir müssen gleich versuchen, irgendwie die Wärterkabinen zu finden, ne? Ob die jetzt rechts oder links sind, ist hier die Frage. Ich würde gerne auch gleich mal was testen, nachdem wir die Freizeit fertig haben. Das könnte nämlich eine Lösung sein. Eine wichtige Lösung. Wir haben jetzt Dreck dabei. Das will ich gleich mal ausprobieren. Ich werde erst Dreck auf unser Loch schütten. Gucken, was passiert. Habe ich gerade einen Affen gehört? Ich glaube, ich habe einen Affen gehört. Okay. Weiß ich, will die Erde mitnehmen. Tatsächlich, wir können es zumachen. Wir müssen jetzt wieder ausgraben, ich weiß, klar, aber wir können es theoretisch zumachen. Das heißt, wir können unsere Löcher verstecken. Oh, oh. Ich muss das Sand loswerden. Ich hab vergessen, dass ich keinen Beutel dabei habe. Egal, mein Loch ist zugeschüttet. Findet keiner. Alles gut, alles gut.
Gut, meine Mauer steht noch. Das heißt, hat wirklich jemand gefunden. Ah, ich habe den Sand vergessen. Egal, wir haben nur die Waffe verloren. Alles halb so wild. Hätte schlimmer sein können. Ich sag's mal so, ne? Kommt nur eine kurze Wache rüber. Ich würde etwas gerne diskutieren. Hallo Fun Gaming. Ich weiß, du magst mich, aber jetzt magst du mich nicht mehr. Ach, dir hatte ich den Hammer gegeben. Faszinierend. Na gut, gehen wir Abendessen. Bin doch schon hier. Hängt euch mal ab. Oh, sorry, Walter. Und so können mich bald die Leute nicht mehr leiden, weil ich sie jedes Mal wegschubse aus Versehen. Eventuell werden wir also nachts über in unserer Zelle graben müssen. Aber vorher sollten wir die Vorhänge schließen. Aber die Vorhänge, das ist schon irgendwo ein bisschen... Ach, Streben sind dazu da, um wahrscheinlich das Loch hinter sich zuzumachen. Damit nicht alles verschüttet, oder? Ich glaube, ansonsten brauchen wir keine Streben. Aber sicherheitshalber, komm. Ach, da haben wir Daniels Eiler wieder. Habe ich wieder seinen Platz geklaut. Wie viel Stärke haben wir mittlerweile? Ach, fast 80. Cool. Es läuft, Freunde, es läuft. So, wir müssten ja eigentlich gleich wieder Freizeit haben, ne? Das heißt, wir gucken uns gleich mal in den Ecken und Kanten um. Und schauen, ob wir da irgendwo ein Gebäude erblicken können, weil das wäre echt wichtig zu wissen, wo das Gebäude ist. Und vielleicht sollten wir wirklich nochmal vorher ein paar Klamotten von Wärtern klauen. Die Frage ist, ob die das merken, wenn wir jemanden beklauen. Daniel Seiler hat leider nichts dabei. Walter und Officer Nugget verprügeln. Stimmt, Officer Nugget verprügeln, da war doch was. Bist du hier, Nugget? Nein, du bist nicht Nugget. Nugget, da. Dich werde ich gleich mal verfolgen, mein Freund. Dich werde ich verfolgen. Du stehst auf meiner Liste. Denk, die Werte für Frühstück ist okay. Du stehst auf meiner Liste, Nugget. Scheiße. Wer war das jetzt? Warst du das? Nein. Nugget muss also noch hier sein. Sehr schön. Können wir ihm einfach so die Sachen klauen, ohne dass irgendwer meckert? Das ist jetzt sehr gefährlich, was ich mache. Aber dann wüssten wir das zum Beispiel. Nee, Lukas mag mich. Yannick, mein Freund. Jetzt bist du mein Freund. Wir müssen gleich aufpassen, dass der Typ da nicht irgendwie petzen geht. Weil er seine Klamotten verloren hat. Das wäre ein bisschen blöd. Hallo Walter. Würde ich am liebsten zusammenschlagen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich will nicht schlafen. Er ist weg. Er hat nicht gepetzt. Aber wo ist er hin? Ihr müsst irgendwo nackt da rumlaufen und der ist auf jeden Fall ein Wärter. Naja. Na gut, wir haben keine Schaufel mehr. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir haben noch ein paar Löffel. Mit denen kann man auch ein bisschen was reißen, ne? Wir müssen uns sowieso unseren Platz erstmal wieder freiräumen. Haben wir ja zugeschüttet, um was zu testen. Aber so wissen wir zumal, dass wir wenigstens direkt drauf tun können. Wir können auch... Oh, wir haben Zugriff auf Metall in der Metallwerkstatt, ne? Wir könnten einfach die Mauer einreißen. Heilige Scheiße, da hätten wir unendlich Schaufeln frei sozusagen. Not bad, Zero, not bad, die Idee. Und dann so viel zum Thema Löffel. Gibt Schlimmeres, ne? Aber wir haben Zugriff auf unendlich Metall. Interessant, Freunde.
Ich habe aber ein bisschen Angst, was passiert, wenn wir so eine Holzwand einreißen, weil dann müssten wir irgendwie eine Holzwand bauen können, oder? Abendoppel. Da müssen wir uns noch was überlegen. Weil irgendwie müssen wir nachts aus unserer Zelle rauskommen. Officer Zeff, kann ich machen. Zu viele Gefallen aktiv. Wir haben genug Geld. Ah, zu spät. Gut. Machen wir morgen früh. Oder morgen in der Folge. Diese Stiefel sind zum Zertreten da. Einer von euch. Maden hat etwas wirklich Übles gemacht. Oh ja. Er versucht auszubrechen. Oh, bitte, Walter. Ach, Johnny. Aber du hast immer ein Holz. Er wird untersucht. Shit, er wird untersucht. Okay, ich zum Beispiel nicht. Das Holz klauen wir mal dem Johnny. Das Holz brauchen wir nämlich. Brauchen wir noch Klebeband und dann können wir auf jeden Fall die Spitzhacke schon mal verbessern. Denn ich möchte unbedingt in die Metallwerkstatt. Da können wir uns nämlich täglich Metall schnappen, um eine sehr, 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 sehr gute Schaufel herzustellen. Das ist sowas von perfekt, Freunde. Ein Traum für alle Ausbrecher. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.